Aber trotzdem schön zu erkunden. Besserer Loot wäre natürlich noch geiler. Hi. Confringo. 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 Wah! Expelliamo, Protego. Confringo. Meine Fresse. Hä, das waren gerade zu viele. Das konnte ich in der Zeit gar nicht so schaffen, leider. Hallo Xevion. Das Spiel sieht nicht nur sehr schick aus, das ist auch richtig geil gemacht. Also. Revelio. Wirklich sehr, sehr schön. Da liegt nur irgendwo ein Schädel, glaube ich, oder? Ist das hier Loot? Ja. Immer mitnehmen. Weil Zutaten sind teuer. Ich kann hier gerade nichts einsammeln. Okay. Ach, das war die Aufgabe, die ich nicht machen konnte. Oh, da ist der Zug. Wie cool. Da. Tschu. Das ist ja nice. Stimmt, den Friedhof hatten wir schon mal geklärt und jetzt sind die wieder da. Ha! Wer hier wohl wohnt? Revelio. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das auch holen soll. Ja, kannst ja ein bisschen zuschauen. Ich mache jetzt gerade hier nur miss, rumlaufen und erkunden. Vielleicht überzeugt es dich. Schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich brauche... ich frage erst mal was. Ich hätte ein paar Fragen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Was möchten Sie wissen? Ja, gerade sind wir draußen. Könnten Sie mir ein wenig über Keenbridge erzählen? Sie haben vermutlich von dem diebischen Troll gehört, der sich in dieser Gegend eingenistet hat.
Er terrorisiert die Leute, raubt alle Passanten aus. Sie taten also gut daran, auf Reisen rund um Keenbridge wachsam zu bleiben. Diesem Monster wollen sie nicht in sein grässliches Angesicht blicken. Also, ein Troll. Wer könnte das im Chat sein? Was hat sie denn nach Keenbridge verschlagen? Ich bin erst seit ein paar Jahren hier. Davor war ich wandernde Händlerin. Es war ein anstrengendes Leben, aber das hat mir nichts ausgemacht. Eines Tages führte mich mein Weg nach Keenbridge. Es war Liebe auf den ersten Blick. Keine Ahnung, kein Plan. Ich reiste zwar weiter, aber mein Herz blieb hier. Also kehrte ich irgendwann zurück und eröffnete dieses Geschäft. Seitdem bin ich hier. Meine letzten Tage will ich in Keenbridge verbringen, wenn ich kann. Und warum auch nicht? Sie redet so, als ob sie schon stirbt. Was haben Sie denn so im Angebot? Zaubertränke. Ich braue sie alle selbst mit den feinsten Zutaten. Ich versichere Ihnen, diese Qualität finden Sie sonst nirgendwo. Nicht mal in Hogsmeade. Nicht die Tante, die sich die Tränke von den anderen alle kauft und sich beschwert, dass sie so schlecht gebraut sind? Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Ich verkaufe Sachen. Hallo, Walter Kay. Danke für den Besuch. Ich weiß das zu schätzen. Wir sind keine Trolle, nur Kellerinsassen. Ich bin toll. Ja, okay, in Gebühren, ne? Revelio. War da die Kugel? Ich muss das mal jetzt probieren mit dem Leviosa. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Wingardium Leviosa. Ja, komm mit, Kugel. Warte, oh Gott, ich habe die Kugel nicht unter Kontrolle. Das klingt irgendwie falsch. Revelio. Wingardium Leviosa. Meine Fresse, geh doch mal jetzt da rein hier. Rein in die. Da wäre Merlin persönlich stolz. Man darf nichts sagen, Loni. Nicht mal nichts darfst du sagen. Selbst das Wort ist böse. Böse. Gut, dann hätte ich das. Dann können wir ja weiter. Da fühlen sich die Nixen verärgert. Oh, wow. Ja, kann ich auch verstehen. Wenn die Nixen... Egal. Fucking Drache. Shit, wo kam der denn her?
Hallo Stefan. Hallo Peter. Na, von da. Ach so, ja, dann ergibt's Sinn. So erledigt. Uhr sagt nein. Uhr lügt. Meinst du meine Uhr ein Lügner? Was haben Sie jetzt vor? Ich frage nur ungern, aber könnten Sie mir helfen? Ja, wenn ich helfen kann. Was ist? Was haben Sie? Kobolde, das ist los. Renrocks Bande. Gemeine Kreaturen. Sie haben mich überfallen. Jetzt nichts kann. Ist mir sicher. Ich brauche ja, etwas, das mich beschützt, wenn ich Ihnen wieder begegne. Ein Maxima-Trank, der würde helfen. Stimmt. Die Welt ist kein sicherer Ort. Es ist besser, vorbereitet zu sein. Hier, geht doch. Nutzen Sie ihn weise. Oh, das werde ich. Mit Sicherheit. Renrocks Leute besiegen mich nicht. Schön die Spionageballons zerstören, dieser Brav. Sie da, können Sie mir helfen? Ich hab dir doch gerade gehört. Was ist? Was haben Sie? Kobolde, das ist los. Renrocks Bande. Gemeine Kreaturen. Sie haben mich überfallen. Nichts ist mir sicher. Ich brauche etwas, das mich beschützt, wenn ich Ihnen wieder begegne. Ein Maxima-Trank, der würde helfen. Ich hab dir doch gerade einen gegeben. Wenn Sie sich nicht verteidigen können, halten Sie sich besser fern. Von mir bekommen Sie nichts. Das wird Ihnen noch leid tun. Vor allem, wenn Renrocks Anhänger kommen und mich mitnehmen. Aber ich hab dir doch gerade... Ich hab dir das doch gerade gegeben. Mir tut gar nichts leid, du blöder Saftsack. Ich könnte etwas helfen. Du kannst auch mal meinen Mittelfinger in dein Ohr haben. Boah, das triggert mich jetzt. Nach Ravioli aussehen, ja. Aber sowas von. Wingardium Leviosa. Lumos. Accio. Levioso. Incendio. Confringo. Speliamos. Defendo. Repulso. Schlitze einen baumelnden Sumpfkrattler. Was? Zerschlitze einen baumelnden... Wie soll ich den... Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Au. Accio. Incendio. Lumos, Levioso. Findo. So schnell bin ich nicht. Speliamos. Confringo. Pulso. Accio. Incendio. Auf einmal. Ja, mach mal. Oh, scheiße. Jetzt hab ich's. Das war echt ordentlich Damage, wenn man es hinkriegt. Sumpfkrattler könnte ein schwäbisches Schimpfwort sein.
Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Die Schwachstelle, ja, Hallo. Seine Zunge. Ich treffe hier während des Schuljahres nicht oft auf Hogwarts-Schüler. Ich bin Priya Treadwell zu Ihren Diensten. Mhm. Ich verkaufe eine Auswahl an Reisebedarf. Sind Sie mit Nora Treadwell verwandt? Aber ja, sie ist meine Frau. Ach, das ist die! Eine geniale Historikerin. Wussten Sie, dass sie Merlins Lebenswerk erforscht? Ja, die haben wir kennengelernt. Und sie hat mich in ihre Arbeit eingeweiht. Ich bin jetzt auch beteiligt. Oh, wie wunderbar. Dann müssen Sie auch ziemlich genial sein. Jedenfalls, ich hoffe, dass Sie an mich denken werden, wann immer Sie einmal Reisebedarf benötigen. War sehr nett, Sie kennenzulernen. Ja. Was verkaufen Sie hier? Dann schauen wir mal, ja? Der hat einen Besen, Familienerbstück, 2500. So sieht er auch aus, aber ich habe nicht mal so viel Geld. Aber ich habe eine 69 drin, immerhin. Achso, ich wollte ja was... Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Ich wollte ja noch gucken. Ich bräuchte aber trotzdem das hier. Sie werden nicht enttäuscht sein, das verspreche ich. Das hier. Und... Ich hätte nicht gedacht, dass ich etwas kaufen würde. Sie werden nicht enttäuscht sein, das verspreche ich. Diese Nora findet die alte Omis niedlich. Weil die beiden verheiratet sind. Die Historikerin und die Verkäuferin. Deswegen Nora. Und schön, die auch hier dann zu treffen. Also, dass sie das so eingebaut haben, das ist cool. Viele Menschen sind verheiratet. Ja, aber nicht so viele Gleichgeschlechtige. Ihr wisst schon. Finde ich schon was Besonderes. Pflanze und ernte Flussgras. Das kann ich nur in der Schule machen, glaube ich. Jetzt brauche ich aber Gegner, weil jetzt habe ich alle drei Kampfpflanzen. Könnte ich wenigstens die Aufgabe erledigen. Ich guck mal kurz auf die Karte, weil ich laufe, glaube ich, wieder zurück, oder? Und fliehen geht schneller mit Gegner finden. Aber den Wald. Guck mal, da unten sind schon Gegner. Das sind natürlich auch Spinnen. Aber Aufgabe ist erledigt. Ich habe sogar zwei geschafft. Die Kampf ist Herausforderung. Und die andere. Jetzt muss ich nur noch ernten. Pflanze Flussgras. Ich weiß gar nicht, ob ich die Samen dazu habe. Spinn! Ja, die sind hier überall leider. Sehr widerlich. Am Stimmen werden einfach widerlich genannt. Sie sind halt widerlich.
Oh, ja, schön Floh einsammeln. Revelio. Ravioli. Confringo. Hier gibt es ja so eine Merlin-Aufgabe. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Hallo, Mosi. Lieber widerlich als wieder nicht. Das sind mit Abstand die schönsten Waldlandschaften, die ich jemals in einem Game gesehen habe. Ja, die sind richtig schön, ja. Ich liebe Wälder. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Da freut sie sich. Revelio. Und Büsche liebt Lisa auch. Wait a minute. Was? Wieder auf Abenteuertour. Ja. In Red Dead Redemption 2 sind auch mega. Oh, das Spiel habe ich auch so geliebt. So geliebt. War auch sehr, sehr faszinierend. Die ganzen Details. Wo muss ich denn das jetzt überhaupt einfügen? Das gar nicht. Wo sind die Aussparung hier? Hi. Fliegt einfach. Dein Schnapp. Hi. Oh, guck mal, der ist da. Okay. Hallo. Bleib hier! Oh, wie schön! Oh. Das ist ja cool. Da fliegt er wieder. Los, töte ihn! Nein! Sagt man immer, Reisen erweitert den Horizont. Ach, sehr ruhig. Du darfst ja fluchen. Durfte nicht fluchen? Oh. Hohe Stimme. Nein! Ich bin heute auf jeden Fall müde. Ich bin nicht so aufnahmefähig. Kannst du eigentlich mit dem Zug fahren? Bis jetzt nicht. Also, ich bin ihm hinterher geflogen, aber... Außer sind gut durchgehalten mit dem Fluchen. Finde ich gut. Dann bin ich ja froh, dass es hier jetzt nichts zum Fluchen gab. Wo ist denn jetzt die Aussparung? Kann ich
kann nicht wahr sein. Welches Loch stecke ich das? Na da. Ach so, ich verstehe. Kugel hat sich auch wieder resettet, sehe ich gerade. Manchmal hasse ich es, Sachen zu suchen. Revelio. Ich sehe es halt nicht. Oder ist es da? Ist es da unten? Oder? Ach, das ist ein Ballon. Oh Mann. Oder? Nee, da ist noch eine Merlins-Aufgabe. Ach, come on. Die sind einfach zwei Stück nebeneinander. Ich will ja nicht mal das eine hier. Lumos. Ich habe keine Ahnung, wo ich das reinrollen soll. Revelio. Levioso. Macht man hier mit eigentlich? Incendio. Anzünden bringt nichts. No! Findo! Expelliarmus! Confringo! Swim Elements lebt. Oh nein! Es lebt wieder. Morgen kommt hier oben noch das Sharingan hin mit den drei Punkten. Ja, und dann wird schattiert. Also sind jetzt gerade nur noch so die der Feinschliff. Ich bin sehr gespannt, wie der mich dann morgen verpacken wird, wenn wir so den kompletten Oberarm schattieren. Ich glaube, der wird mir komplett so eine eklige Folie rüberbinden, ne? Ich werde es hassen. Das wird so Suppen. Ich will das jetzt schon nicht. Ganz oben mit einfoliert. Ja, das hasse ich ja extrem. So widerwärtig. Ich werde sofort zu Hause abreißen. Ganz Arm ist auch Plastik. Ja, der Oberarm auf jeden Fall. Den Unterarm machen wir ja einen anderen. Im nächsten Monat. Dann ist der Arm fertig. Akio. Lumos. Levioso. Incendio. Ich hoffe, wir kriegen hier noch mehr Gegner. Weil bis jetzt haben wir nur die Spinnen, Trolle und diese Sumpfkrattler und halt irgendwelche menschlichen Idioten. Das war's sonst. Und Kobolde. Aber das ist halt ein bisschen wenig. Jetzt kriege ich immer nur Spinnen oder diese Sumpfkrattler. Dementoren wären doch nett. Wenn ich einen Patronus kriege, dann ja.
Nervioso. Incendio. Levioso. Accio. Incadium Leviosa. Oh, da ist sogar ein Troll. Voll, jetzt habe ich mir Gegner gewünscht und jetzt ist hier irgendwie alles voll. Oh, was seid ihr denn? Kniesel. Kniesel. Windkniesel. Oh! Ja. Alles ruhig. Zu ruhig, finde ich. Kawaii. Windkniesel. Ja, dann habe ich ja da meine Gegner, die ich wollte. Gepanzerter Troll, na super. Alter. Revelio. Invasion Nerviosa. Nervioso. Accio. Incendio. Defendo. Scendiamo. San Fringo. Depulso. Wer will jetzt sich hier noch einmischen? Das ist noch ein fetter Troll! Ach, come on! Warum jetzt? Kann er bitte da bleiben? Bitte, kurz! Ey, komm, nee! Wah, wah, wah. Das ist unfair! Ich mach kaum Schaden! Du hast mich gerade fett genannt. Ja. Ich hab kaum noch Heilung. Noch mehr Gegner, ey. Das ist so kacke.
stirb doch! Oh, fuck. Mein letzter Halt. Bitte, ihr habt nicht noch einen Troll. Bitte, bitte, bitte. Ja, hier sind aber noch ganz schön viele Gegner. Und ich habe keinen Trank mehr. Also. Mal gucken. Hier ist noch alles voll. Ich könnte echt Besseres tun, als hier Wache zu halten. Naja, du könntest sterben, wenn ich dich jetzt gleich hole. Ganz einfach ausgewählt. Du hältst mich lange. Du wirst mich nicht aufhalten. Daneben. Sind die auch noch so schnell, ey? Das darf doch nicht wahr sein. Das war... Weiß ich nicht, dein Tod? Husch, husch. Ich werde nicht ruhen. Doch, du wirst jetzt ruhen. Psst. Du wirst bereuen, hier zu sein. Werde ich das? Drüben ist auch noch einer. Was? Ein schmackhafter Schiss? Revelio. Habe ich gerade verstanden. Ups. Manchmal hasse ich das, ne? Wenn ich in dieses Menü hier reinkomme. Ich habe Frage, aber lieber doch nicht. Zu spät, um deine Fehler einzusehen. Zu spät. Spät. Lumos.